Grüß euch, liebe Studenten. Ich habe zu Erholungszwecken mich wieder mal in den Türkensteinspark gegeben. Und heute machen wir weiter mit dem, was jetzt mittlerweile Blätter hat und was gerade so blüht. Wir beginnen da, mit diesem Baum. Das ist jetzt ein baumförmiger Baum, der eine relativ charakteristische Rinde hat. Diese längs gefurchte Rinde, sehr grau. Und wenn wir uns das Blatt anschauen, da sieht man was. Oder gar eigentlich besser. Er hat ein gefiedertes Blatt. Und wir sehen, es ist unpaarig gefiedert. Und ist jetzt noch relativ klein, ist so ein bisschen rötlich im Austrieb, wie ihr seht. Wechselständig, unpaarig gefiedertes Blatt. Was ihr da oben seht, ist der Blütenstand. Und wir haben da eine Juglans regia. Die ganz normale Walnuss. Das ist ein ganz normaler Nussbaum. In Österreich ist sehr häufig vorkommend, ist aber nicht heimisch, aber sehr eingebürgert. Auf jeden Fall so komisch schauen die Blier aus. Also die Blüten sind so komische Würstel. Die Früchte sind dann nicht so viele später, sondern eher halt ein paar zusammenstehen. Und die Walnüsse kennt ihr eh alle und die haben dann so ein grünes Fruchtfleisch drumherum. Genau. Also Juglans regia, die ganz normale Walnuss. So viel dazu. Und jetzt gehen wir da ein paar Schritte darüber zu dem Bäumchen, weil ich es gerade sehe. Fällt euch wahrscheinlich von der Weite gleich die helle Grünfärbung auf. Also das Blatt, wie ihr seht, hat so ein eigenes, ein bisschen gelbliches Grün und die Blätter, wenn wir es aus der Nähe anschauen, die sind so ganz komisch, ein bisschen so, weiß ich nicht, wurstelig irgendwie. So, nicht sehr geordnet. Es schaut ein bisschen chaotisch aus. Das Blatt selbst ist so ein bisschen rau, nicht wirklich, aber auch nicht weich behaart. So doppelt gesägtes Blatt und da haben wir eine Ulme. Und das ist von den Ulmen, die Ulmen werden wir sich anders mal genauer anschauen, aber die mit dem meist hellgrünen und so komisch runzeligen Blatt, das ist die Ulmus hollandica oder hollandica, weiß nicht wie man sagt. Ist irgendeine Kreuzung, nicht heimisch, steht aber ab und zu mal warum als Ziergehölz. Eben so ein Bäumchen, ich kenne glaube ich jetzt nur den, aber ich habe schon woanders auch gesehen, auf jeden Fall Ulmus hollandica. Wichtig ist, dass man sich das Blatt anschaut, um auf die Idee zu kommen, dass es eine Ulme ist und dann eben vom Habitus ein bisschen und vor allem von der Blattform und Farbe würde ich sagen Ulmus hollandica. Okay, nächster Baum ist dieser sehr hochwachsende Baum mit rötlichem Laub und das ist eine heimische, echte, waschechte Buche, Fagus sylvatica. Ich habe da am Boden gefunden Ästchen mit dem Laub, damit wir das auch sehen. Also, wir haben ja in einem letzten vorherigen Video über die Hainbuche geredet und die Hainbuche hat ein doppelt gesägtes Blatt. Die echte Buche, Fagus sylvatica, hat ein ganz randiges Blatt, wie ihr seht. Und es ist so ein bisschen pelzig alles. Also man sieht es an den Trieben, an den Jungen, es ist ganz flauschig und der Blattrand ist so bewimpert. Also das sind sehr auffällige Merkmale für die Fagus. Was ihr da noch seht, das sind die Blütenstände. Können wir da noch gut erkennen. Ganz cool, die Staubbeutel und so. Und entwickeln sich dann natürlich die Bucheckeln. Die blühen heuer sehr stark. Das heißt, das deutet für mich auf ein Mastjahr hin, werden wir sehen. Mit den Mastjahren müssen wir jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Es gibt auf jeden Fall Jahre, wo die Eiche und die Buchen extrem viel Früchte produzieren. Und es gibt verschiedene Thesen, warum das passiert. Ich würde jetzt nicht ins Detail gehen. Außerdem kenne ich mich auch nicht so gut aus. Es kann sein, dass das einfach Verbreitungsvorteile hat, dass es Fressfeinde sozusagen ablenkt. Also wenn es einmal voll viel gibt, dann ja, wurscht. Gehen wir nicht ins Detail. Fagus sylvatica. Die ist aber nicht immer rot, die im Türkensteinspark. Da gibt es ja ein paar so sehr auffällige, große, wuchtige Exemplare, die schon älter sind. Und die sind rote Sorten. Ich weiß gar nicht, wie das heißt, ob das dann Purpurea heißt oder Atropurpurea. Können aber, also in der Natur sind die normal einfach grün. Also wenn es in den Wald geht, Buche ist ja durchaus ein häufiges heimisches Gehölz, sind die normal schon grün belaubt. Das ist halt einfach die rote Sorte. Genau, so viel dazu. Okay, nächster Baum, wieder ein großer Baum. Ich muss ein bisschen lauter reden, weil da wird irgendwo gearbeitet. Dieser Baum hier. Da haben wir das Glück, dass wir ein Blatt erwischen, weil wenn man das Blatt sieht, ist eigentlich sehr einfach zu erkennen. Das ist der Liriodendron. Der hat so ein gelapptes Blatt mit so einem schönen matten Grün und die Adern sind ein bisschen heller. Also ich finde das Blatt sehr schön. Eselsbrücke wäre, ihr seht, der hat keine, also die Mitte vom Blatt ist nicht spitz auslaufend, sondern eingekerbt. Also kann man irgendwie sagen, ah, jetzt ist er leise. Also kann man quasi sagen, es schaut aus wie ein Katzenkopf sozusagen und das sind die Ohren. Aber
Auch ohne die Katze könnt ihr euch, glaube ich, merken, dass das Blatt vom Liriodendron ist. Und Artname ist Tulipifera, also Liriodendron Tulipifera. Nicht heimisch, aber beliebter Zierbaum. Also ihr seht, der wird recht groß. Und ja, man sieht da jetzt noch nichts, aber der entwickelt sehr große, auffällige Blüten. Es sind echt so große, auf den Ästen nach oben stehende Blüten, die so tulpenähnlich aussehen. Deswegen heißt der Tulpenbaum. Genau. Gut, das nächste ist jetzt ein kletterndes Gehölz. Also das Ding, was da gerade so schön blüht, ist ein Wisteria. Das kennt ihr vielleicht eh. Ein Blauregen, nicht heimisches kletterndes Gehölz. Das schlingt sich so herum. Und ihr seht, das hat so, was sind das, so lange Traubenblütenstände mit sehr auffälligen, bläulichen, so lila-bläulichen Blüten, die auch sehr gut duften. Das Ganze ist ein bisschen giftig, also essen sollte man es nicht unbedingt. Das heißt, jetzt gerade um die Jahreszeit, Mitte, Ende April, Blüte, sehr schön. Und davon abgesehen ist am Blatt super zu erkennen. Also wenn wir da schauen, nochmal hier bitte. Ihr seht, das hat so ein gefiedertes, relativ langes Blatt und das wird auch noch größer. Das ist jetzt noch nicht voll entwickelt. Also wenn man da reinschaut, ihr seht, das hat sehr stark windende, kräftige Triebe. Und wenn wir quasi ein Klettergehölz haben mit einem gefiederten Blatt und der Blattrand ist ganz randig, man sieht das ganz randig, dann ist es eben Wisteria. Und dann haben wir im Skript zwei Wisterien, die Wisteria sinensis und die Wisteria floribunda. Angeblich ist eine linkswindend, eine andere rechtswindend. Ich habe das öfter versucht zu sehen und ehrlich gesagt bringt mir das überhaupt nichts. Also ich habe gesehen, da sieht man es so ein bisschen einfach. Also es gibt Pflanzen, wo auf einer Pflanze ein Trieb mal sie nach links windet und der andere wieder nach rechts. Also das ist für mich kein gutes Merkmal. Was wir da jetzt gerade schon sehen, da kann man es gut erkennen. Die Wisteria floribunda blüht angeblich oben am Blütenstand beginnend, fängt sie zu blühen an und dann unten blüht sie quasi ein bisschen später. Das wäre, glaube ich, da zu erkennen. Also ihr seht, Blüten groß, Blüten noch geschlossen. Und die andere, die Wisteria sinensis, bei der blüht angeblich alles gleichzeitig. Habe ich gelesen, bin mir nicht ganz sicher. Ich habe ein paar junge Wisterien gesehen, die gepflanzt worden sind und die waren eigentlich alles Wisteria floribunda. Wichtig ist, dass ihr die Wisteria erkennt und dass ihr über die beiden Arten Bescheid wisst und dann wird es, glaube ich, schon ganz gut gehen. Weil ohne Blüte ist für mich zumindest sehr schwer, die zu unterscheiden. Gut, nächstes ist wieder ein Baum. Ich sage immer gut, ist euch das schon aufgefallen, wenn ich anfange zum Reden. Ein Gehölz, das aus zwei Arten besteht quasi. Also es blüht gerade sehr schön. Ich hole mir da jetzt mal ein. Was rumpft da? Also, rosa, auffällige Blüte, das ist der Grund, warum die Krone diese Art ist. Das ist ein Prunus serulata, chinesische irgendwas, eine nicht heimische Kirschart. Also Prunus serulata. Hat immer rosa Blüte, hat relativ große Blätter. Kannst du mir näher kommen, bitte? Also die Blätter sind relativ kirschentypisch, relativ groß auch. Sie haben am Blattstiel, ich schaue noch wieder, ich nehme jetzt einfach eins runter. Ich bin nicht so frei. Wichtig ist, die haben Nektardrüsen. Das haben ja manche Prunus schon und manche nicht. Also Prunusblatt, gesägt. Das sind die Nektardrüsen, von denen wir reden. Und das ist dann schon mal Merkmale, dieses große Blatt mit der starken Sägung und den Drüsen. Wenn wir raufschauen, ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera gut sieht, von den oberen Äste, die großen, die haben auch so eine leichte Ringelborke. Vielleicht kannst du versuchen reinzoomen. Und die ist so ein bisschen gelblich, orangelich. Sind die Streifen gefärbt sozusagen? Nein, ich versuch's. Ja, auf jeden Fall, das wäre das Merkmal von der Prunus serulata. Dieses große Blatt, die Nektardrüsen und diese gelb-orangeliche Färbung der Streifen. Und wenn wir da jetzt runterschauen, das ist jetzt der Stamm, das ist eine andere Pflanze, also das wurde da aufgeprobt drauf, weil der das Klima besser verträgt, also das im Boden sozusagen. Das Stadtklima, wenn Boden haben wir durchaus Salzbelastung und so durch die Salzstreuung im Winter. Und das ist ein heimischer Prunus avium. Und ihr seht da den Stamm, den haben wir letztens bei mir im Wald gesehen, der eben viel silbriger ist, auch Ringelborke hat, aber nicht so gelb-orangelich gefärbt ist, sondern einfach grau-silbrig. Und wenn wir da jetzt die Blätter anschauen, die schauen ein bisschen anders aus und sind nicht so spitz gesägt wie die Blätter vom Prunus serulata. Genau. Das heißt, Stamm Prunus avium, Krone Prunus serulata. Einfach, wenn man da den
Zieraspekt der schönen Blüte hat. Und jetzt da mal kurz tauschen, weil ich mag euch was zeigen. Geht das? Danke. Wenn man da in diesen Garten reinschaut, ich versuche da jetzt rein zu zoomen, da stehen so kleine Säulenbäumchen und das sind echte Zypressen. Und ich hoffe, man sieht es halbwegs, die haben eben auch so Schuppenlaub und was die sehr auffällig haben, sind eben die Früchte. Das sind so große, also relativ große Zapfen, die relativ schwer und fest sind. Auf jeden Fall, das ist die echte Zypresse, Mittelmeerzypresse, Cypressus sempervirens. Und die steht eben da in diesem Vorgarten drinnen, in ein paar so kleinen Säulenbäumchen. Die nächste Pflanze, die ich euch zeigen mag, sei eher nur so am Rande erwähnt. Wir sind dort direkt vor dem Mendelhaus und das ist dieses kleine Ding da. Ich meine, die werden normalerweise eh nicht viel größer, wobei die wurde schon öfter zurückgeschnitten und die Durchmesser da unten sind schon größer als das, was es jetzt ist. Ah, da haben wir eine Hammermelis, eine Zaubernuss. Das ist eine Hammermelis japonica. Weiß ich, so beschriftet war früher. Die wachsen eben so klein, haben so einen relativ komischen, dafür charakteristischen Habitus. Das Blatt, da kann man da jetzt nichts abreißen, aber es ist so relativ lappig. Lappig und asymmetrisch. Also der Rand ist so wellig, also nicht wirklich scharf gezähnt, aber auch nicht ganz randig. Und es schaut so ähnlich aus wie von der Parotzia. Wir sehen vielleicht die Parotzia später noch. Auf jeden Fall Hammermelis, in dem Fall Japonica. Ja, Habitus und Blätter sich anschauen. Hat eine ganz eigenartige, tolle Blüte, die wir jetzt leider nicht mehr sehen. Aber ja, das Internet weiß es sicher. Auch nur kurz erwähnt, weil es sehr einfach zu erkennen ist, die Feige hier, Ficus carica. Die Blätter sind noch nicht ganz voll entwickelt, aber wenn sich die anschaut, das kennen viele, wahrscheinlich jeder von euch, das Feigenblatt von der Feige, die halt bei uns üblich ist, Ficus carica, ist relativ charakteristisch und ist also ein relativ großer Strauch. Und wie die Früchte dann aussehen, sind halt Feigen, das kennen wahrscheinlich auch viele von euch. Ja, mehr muss ich gar nicht drüber verlieren eigentlich. Also es hat eigentlich keinen schönen Blühaspekt, ist nicht heimisch, könnt ihr euch auch denken. Fruchtet aber auch durchaus bei uns, Ficus carica. Als nächstes haben wir wieder ein kletterndes Gehölz. Also man sieht das auf diesem Zaum, schlingt sich das da rum. Da haben wir auch wieder Wisteria, haben wir vorher gerade gesehen. Aber da haben wir was, das hat so ein eigenes Laub. Jetzt schaut's, das ist so fünffach gefingertes Laub. Also so runde Blättchen, die gestielt sind. Also dieses Blatt ist auch sehr charakteristisch. Das ist eine Akebia und die Art ist Quinata. Akebia Quinata. Kann man merken, Quint ist 5 und fünfblättrig. Relativ leicht zu erkennen. Also ihr seht, wurstelt sich da durch die Gegend. Auffälliges Blatt. Die Blüten sind eher klein und oft so unter den Blättern, das sind so nette kleine Glocken. Und die ist auch so ein bisschen eine Trendpflanze. Also da gibt es Sorten, die so würstelartige Früchte produzieren, die scheinbar sehr gut schmecken. Ich habe es noch nie gehabt, aber die kann man durchaus kaufen. Es sind eigentlich zweihäusig, getränkgeschlechtlich. Also man muss schauen, dass man Mandel und Weibel hat, damit es Früchte gibt. Also durchaus als Genussholz zu verwenden. Aber immer ein gutes Zaunkletterding, wie ihr seht, Akebia. So, wir sind mittlerweile im Arboretum angelangt. Ihr wisst ja, wo wir da sind. Mendelhaus, Liebigtrakt, Arboretum. Und der erste Baum, den wir da ansehen, ist der. Das ist die Caria ovata. Hickory-Nuss oder so. Eine amerikanische Nussbaumart. Und ihr seht, sie hat sehr, sehr auffällige Rinde. Sieht man da? Da ist alles abgerissen, aber da sieht man es noch. Das löst sich in so langen Streifen ab. Und das machen eigentlich nur zwei Pflanzen im Skript, die ich kenne zumindest. Eben die Caria ovata und die Tona sinensis. Ja, und die Caria ovata, ich kenne die ja nur an dem Standort da, muss ich sagen. Nüsse kann ich euch gerade nicht zeigen, ich habe das zumindest gerade gesehen. Das sind eher kleinere Nüsse. Das was. Also kleiner wie Walnüsse, aber auch so Nüsschen. Das Blatt ist gefiedert, umpaarig gefiedert, wenn ich mich nicht täusche. Bei dem Exemplar, ihr seht, die Krone ist sehr weit oben, da sehen wir das nie. Wenn es interessiert, da zwei Bäume weiter, ist eh beschriftet. Da drüben steht die Caria cordiformis. Die zeige ich aber nicht im Detail, weil die ist nicht mehr im neuen Skript drin, soweit ich gesehen habe. Aber der Vorteil bei der ist, sie hat Äste, wo die Blätter weiter nach unten reichen und da kann man sich das dann anschauen. Also die beiden Caria-Bäume da im Arboretum zum Finden und beschriftet. Richtig beschriftet sogar. Gut, also soviel zur Nuss, zur amerikanischen. Und das nächste haben wir gleich hier. Das ist ein Baum, der hat auch noch kaum Blätter drauf. Aber kann man super eigentlich ohne Blatt erkennen, finde ich.
Das ist die Maclura pomifera Osagedorn oder irgendwie so. Auch ein nicht heimisches Gehölz. Und erstens hat eine sehr charakteristische Rinde. Ihr seht die Streifen da von der Borke, die sind so ziemlich netzartig, würde ich das beschreiben. So ein bisschen fast geflochten, netzartig. Also auffällige Rinde und sehr auffällig, wenn wir dann die Triebe anschauen, ist jetzt, da sind noch kaum Blätter drauf, aber man sieht Dornen. Wenn man da genau hinschaut, den Trieb entlang, der geht so, hat ein leichtes Zick-Zack-Muster und an jeder Wendung sozusagen, wo die Triebe rauskommen, also wo die Blätter rauskommen, da ist auch ein Dorn. Und das macht der sehr, sehr verlässlich. Also dieses Hin und Her und immer einen Dorn an jeder Kurve, das ist für die Maclura sehr, sehr auffälliges Merkmal. Das hat man natürlich auch, wenn die Blätter drauf sind. Und so erkenne ich den eigentlich am einfachsten. Das Blatt ist jetzt nicht so das Auffälligste. Also Rinde, Dornen. Und die Frucht später, der macht, wenn er fruchtet, ich weiß nicht, ob der fruchtet. Es gibt einen im Türkenschanzpark, der fruchtet. Das wird so ein auffälliges, oranges Ding. Schaut ein bisschen aus wie Orangen. Ist aber nicht wie Orangen, schmeckt er nicht. Wäre auch auffällig. Der macht die aber, glaube ich, nicht, soweit ich weiß. Ja, das war's da. Gut, auch im Arboretum haben wir einen großen Ginkgo-Baum. Das ist dieser Baum da. Ginkgo, ihr seht, der hat einen meistens sehr wuchtigen Habitus, hat doch eine charakteristische, so komisch hellbraune, auch sehr furchige Rinde. Und ich glaube, alle kennen eh das Ginkgo-Blatt. Ihr erwischt jetzt leider nichts, also wir versuchen darauf zu zoomen. Dieses auffällige, sehr, sehr charakteristische Blatt. Also Ginkgo, glaube ich, ist super zu erkennen. Ginkgo biloba heißt das Ding. Ich kenne mich da jetzt alle im Detail aus. Das Blatt ist ja angeblich kein Blatt, sondern irgendwie vom Organ her eher wie eine Nadel, aber es schaut halt aus wie ein Blatt. Es ist ein sehr, sehr urtümlicher Baum, evolutionär betrachtet. Ist bei uns nicht heimisch, aber fühlt sich da ganz wohl. Und was man bei dem beachten muss, der ist zweihäusig getrenkgeschlechtlich, sprich es gibt Mandel und Weiberl und das ist ein weibliches Exemplar. Die Fruchten, die haben so komische runde Früchte und die pflanzen wir eigentlich nicht so gern, weil die Früchte, wenn die dann abfallen und am Boden liegen, die riechen ziemlich grausig, so nach Blausäure. Es riecht dann wie Kotze. Also ich war da mal Ende vom Sommer und es riecht wirklich grauslich. Ist eigentlich ein guter Straßenbaum, aber man muss halt aufpassen, dass man männliche Exemplare erwischt und nicht die weiblichen, weil die Früchte sind ein bisschen unangenehm. Gut, soviel zum Ginkgo, nicht so kompliziert. Das nächste ist da dieser große Baum. Das ist eine Eiche. Nämlich eine Traumeiche jetzt, Quercus petrea oder Quercus robur subspecies sessiliflora. In der Praxis sagt man meistens Quercus petrea, ist mir schon aufgefallen. Erwähne ich deswegen nicht, weil man da jetzt die Blätter so schön sehen, die Blätter sind dafür am Boden zuhauf. Also ein Eichenblatt, wie man es halt eh kennt, so ein bisschen feiner gelappt als die Stieleiche, Quercus robur. Erkennbar eben daran, das ist jetzt auch wichtig, bei Quercus, Stieleiche heißt Stieleiche, weil die Frucht gestielt ist. Traubeneiche heißt Traubeneiche, weil die Früchte in Traubenständen zusammenstehen. Das Blatt hat auch einen Unterschied. Quasi bei der Traubeneiche ist dafür das Blatt gestielt und das sieht man da ein bisschen. Also die haben da, sagen wir mal, einen Zentimeter oder so, einen deutlichen Blattstiel. Und die Stieleiche, da sind die Blätter eher sitzend. Ich meine, kann schon sein, dass sie ein bisschen gestielt sind, aber eher sitzend. Also das ist auch ein Unterschied. Es gibt ja in der Gegend doch ein paar Eichen, aber das sind fast alles Stieleichen. Hier gibt es auch eine Traubeneiche, damit ihr die auch mal gesehen habt. Gut, das ist nur ganz cool. Machen wir einen Schwenk rüber. Falls ihr das noch nicht kennt, Efeu haben wir schon gehabt. Da ist jetzt ein komischer Efeu. Erstens ist das Blatt immer in dieser ungelappten Form bei der Pflanze. Und zweitens wächst der da irgendwie wie so ein riesiger Strauch. Ist ein bisschen ungewohnt, weil wir kennen Efeu eher als Bodendecker oder Kletterpflanze. Manchmal macht er auch so. Okay, passt. Auch im Arboretum haben wir da eine etwas andere Buche, nämlich die Fagus orientalis. Die zu unterscheiden, jetzt, wenn wir nur Laub hätten, ist ein bisschen schwierig. Also wenn wir das aus der Nähe anschauen, eben auch ein Buchenblatt, ganzrandig, sehr flauschig, bewimperter Blattrand. Was die hat, die ist noch flauschiger sozusagen als die Fagus sylvatica. Man kann es schon da sehen. Es ist schon extrem behaart und die Blätter sind auch ein bisschen größer. Die blüht auch sehr stark, wie ihr seht. Ja, im Zweifelsfall dürft ihr euch ausnahmsweise, glaube ich, merken, dass die da steht. Weil ich habe die noch nie woanders gesehen. Also Fagus orientalis, nicht heimisch, glaube ich, wie der Name sagt. Ansonsten sieht es sehr wie eine Buche aus. Also schon schwer zu unterscheiden. Jetzt machen wir nur einen Schwenk darüber, weil ich es gerade gesehen habe.
Da fängt gerade was zu blühen an, nämlich wieder ein Prunus, nämlich die Traubenkirsche. Prunus pardus haben wir da. Und da kann man super erkennen, warum die Traubenkirsche heißt. Weil der Blüten- und Fruchtstand auf so Traubenfruchtständen wächst. Also das ist jetzt ein sehr schöner, klassischer Traubenfruchtstand, ein Stiel und da jeweils so wegstehen halt die Blüten. Genau, das Blatt, wenn ihr euch anseht, haben wir wieder so ein Kirschenblatt. Das hat auch Nektardrüsen, die sind aber deutlich kleiner, wie ihr seht, als wie bei der Prunus cerulata, die wir vorher gesehen haben. Genau, Traubenkirsche. Die ist später manchmal nur sehr gut daran zu erkennen, dass diese Fruchtstiele, also die Früchte werden so kleine schwarze Kügelchen, die dann da drauf stehen, aber die fallen dann eh Zeit ab. Aber die Stiele bleiben oft stehen. Also wenn ihr sowas seht, wenn am Blatt, dass das eine Kirsche ist, das kann man schon erkennen, finde ich. Und wenn es dann schwer ist, schaut, ob ihr eben so Reste seht. Und die Stiele bleiben eben gern und dann könnt ihr euch denken, das könnte eine Prunus pardus sein. Noch eine coole Eiche haben wir da im Arboretum, nämlich die Zerreiche, Quercus cerris. Die steht da, auch schon ein sehr großer, ausgewachsener Baum. Und schwer ist jetzt natürlich wieder das Laub. Erstens, das Laub ist noch nicht sehr groß. Zweitens, die Krone ist sehr hoch. Das heißt, wir können schlecht das lebendige Laub ansehen. Man kann am Boden schauen. Eichenblatt schaut auch jetzt nicht so auffällig anders aus. Was ich mir schon immer merke, ist erstens die Rinde. Das ist jetzt sehr furchig, ist eh typisch für Eiche. Wirklich mir vor, aber die Furchen, wenn man da reinschaut in die Spalten sozusagen, das hat so ein bisschen einen Gelbton, so gelb-orangelich. Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber das ist eher so eine Gefühlssache. Mir ist das eher aufgefallen, da war ich mal im Wienerwald unterwegs und da stehen eben Stieleichen und diese Zerreichen rum und Pflaumeichen, glaube ich auch. Auf jeden Fall, da fällt es dann schon auf, wenn man die Bäume nebeneinander hat. Also ein schwieriges Merkmal. Ein klares Merkmal aber ist diese Kapsel, die die Frucht hält. Also ihr wisst ja, wie Eicheln ausschauen, die haben immer so einen Becher, ich glaube Fruchtbecher heißt das. Also mein Vokabular ist jetzt vielleicht nicht on point. Auf jeden Fall da drinnen ist normalerweise die Eichel am Baum und ich habe das am Boden da gefunden und ihr seht, wie komisch befranst dieser Becher ist. Und das ist von der Quercus cerris ein sehr klares Merkmal. Das haben die anderen nicht. Das ist ein fransige Fruchtbecher. Genau, damit kann man es ganz gut erkennen. Nächste Bäumchen, durchaus nicht so kleines Bäumchen, ist das hier. Die Äste hängen darunter. Bitte nicht verwechseln mit der Hainbuche, das ist nämlich eine Hopfenbuche. Das Teil heißt Austria capinifolia. Ihr seht, das Blatt ist durchaus ähnlich der Hainbuche. Außer ein gesägter Blattrand, sehr parallele Blattadern auch, also auch dieses Gefaltene. Und die Blüte, ihr seht, das sind so Würsteln, Kätzchen quasi, die runterhängen. Also Hopfenbuche, die Frucht später schaut eben wirklich sehr ähnlich aus wie die Frucht vom Hopfen, das kennt ihr vielleicht. Ein gutes Unterscheidungsmerkmal zur Hainbuche ist allerdings der Stamm. Schauen wir kurz näher. Der ist nämlich im Gegensatz zur Hainbuche ist ja sehr rau, also sehr, sehr fein, rau, furchig. So. Ihr wisst ja, Hainbuche Capinus betulus hätte einen sehr glatten Stamm und die Austria capinifolia hat eben so einen ganz rauen Stamm. Damit kann man die eigentlich super unterscheiden. Gut, was ihr da gerade in Vergrößerung seht, ist das Blatt vom Amberbaum, Liquidamba styraciflua, auch so ein nordamerikanischer Baum. Ihr habt gesehen, das Blatt ist so fünffach gelappt. Bitte nicht mit den Ahorn verwechseln. Das ist irgendwie viel glatter gelappt und nicht so tief eingebuchtet. Das ist irgendwie viel mehr normal sternförmig, sehr regelmäßig. Stamm ist auch so grob gefurcht. Was ein guter Hinweis ist, also da im Arboretum, wie ihr seht, kommt man kaum zu den Blättern, aber man findet am Boden Früchte, die schauen so aus. Das sind eben so morgensternartige Früchte. Ihr seht es, so mit so Fransen, so spitze Dinger. Da ist nur ein Stiel dran. Genau, so schaut die Frucht aus, von Liquidamba. Ja, wie gesagt, einen großen haben wir da im Arboretum. Es gibt ein paar kleine unten im Cottage-Viertel. Da kann man die Blätter ein bisschen besser sehen und kann man, glaube ich, ganz gut erkennen. Gut, Liquidamba styraciflua. Auch nur kurz am Rande erwähnt, wir haben letztens bei mir im Garten die roten Ribisel gesehen, Ribes rubrum. Da haben wir eine Ribes aureum. Also da im Boko-Garten, da haben es leider, da hat es früher Ribes rubrum und Ribes nigrum gegeben. Das haben sich die alles ausgerissen, aber das wächst schon noch Ribes aureum, eine gelbblühende Ribisel, Goldribisel oder so.
Nur damit ihr es gesehen habt. Aber beachtet auch die Blätter. Schon typische Riebisl-Blätter. Genau. Da haben wir was Cooles. Ich kenne das ehrlich gesagt nur an dem Standort, aber da haben wir Skimmia japonica. Wächst eben so nicht sehr hoch, hat eine gewisse Ähnlichkeit mit so Azaleen. Ledriges Blatt, die ist immer grün und ich zeige es euch deswegen, weil die Blüte gerade offen ist. Ihr seht, sie hat so liebe Rispenblütenstände mit so weißen Blütchen, rote Triebe. Also ein sehr durchaus ansprechendes Gehölz, kleines Ziergehölz. Eben nicht heimisch, kann man sich denken, bei Skimmia japonica. Ja, das ist sie. Ledriges Blatt, schöner Blütenstand. So einfach ist sie zu erkennen. So, das nächste ist da eine Erle. Bei Erlen ist das einfachste Merkmal, sind die Früchte. Wenn man das aus der Nähe betrachtet, die haben so Zäpfchen, die, auch wenn sie quasi dann schon nicht mehr aktiv sind, die vertrocknen und bleiben relativ lang auf der Pflanze. Also da haben wir die Kätzchen, die Blütenstände von den neuen. Und das sind die vertrockneten Zapfen vom Vorjahr. Wenn die frisch sind, sind sie grüner. Also Erlen, Alnuss haben diese Früchte. Das heißt, wenn ihr sowas drauf seht, ist schon mal gut. Und die haben die sehr, sehr verlässlich und fast immer drauf. Also das ist wirklich ein super Merkmal, um Erlen zu erkennen. Und wir haben ein paar, ungefähr drei, glaube ich, baumförmige Erlen, die man relativ gut am Blatt und am Stamm unterscheiden kann. Machen wir halt nicht. Die sei erwähnt, weil das ist die einzige, die strauchförmig wächst, wie ihr seht. Und das ist eben die Alnus viridis, die Grünerle, die ist heimisch, kommt auch in Gebirgen vor. Ja, das war es eigentlich schon. Also wir erkennen Erle, strauchförmig, das Blatt ist jetzt noch sehr klein, ist auch so ein gesägtes Blattl. Aber wie gesagt, die Früchte sind eigentlich das Wichtigste, um die Erlen zu erkennen. Und das ist die einzige strauchförmige, deswegen Alnus viridis. Mir fällt die Verwendung gerade eigentlich nur ein, dass man es durchaus auch bei Lawinenverbauungen so verwenden kann, weil die das aushalten. Die halten quasi den Schneedruck aus. Die können umbogen werden, die vertragen das, das taugt ja noch. Also deswegen kommen sie in die Berge natürlich vor. Genau, die Grüne. Ja. Gut, das nächste, was ich euch zeige, ist dieses große Teil. Ich weiß nicht, ob man sagt, riesiger Strauch oder mehrstämmiger Baum. Das ist ein Eisenholzbaum, Parotzia persica heißt der. Und den kann man an dem Laub sehr gut erkennen, wenn man sich das anschaut. Ich habe vorhin im Kontext der Hammermelis gesagt, dass das so ähnlich ausschaut. Das Laub ist, wie ihr seht, ist so sehr, hat einen welligen Blattrand, ist relativ asymmetrisch und auf Mundart würde man sagen, das ist halt so ein Plätschen. Also ein komisches, grobes Blatt. Ist ja die gleiche Familie wie die Hammermelis. Genau, also Parotzia persica, Eisenholzbaum. Wie gesagt, am Blatt gut erkennbar. Und ein weiteres Merkmal ist der Stamm. Also wenn wir da reinzoomen, ihr seht, dass die dicken Äste und der Stamm, die Stämme sozusagen, dass das so im Platten abfällt sozusagen. Die Rinde ist auch sehr auffällig. Genau, Eisenholz angeblich deswegen, weil es eines der Hölzer ist, was so dicht ist, dass es nicht schwimmt. Nicht heimisch. Blüht rot, hat schon Blüte, also Vorblattaustrieb. Ähnlich wie der Kuchenbaum. Genau. Da haben wir noch so ein Sträuchlein, diesmal wirklich ein kleines Sträuchlein. Kann aber wesentlich größer werden. Also da haben wir einen Gewürzstrauch, Calycanthus floridus. Der steht halt irgendwie da im Schatten drin und der wird oft von den Studenten ein bisschen missbraucht, weil der heißt Gewürzstrauch. Weil wenn man von der Rinde mit dem Nagel was abreibt, das mache ich jetzt nicht, weil ihr riecht es ja eh nicht im Video, aber es riecht dann wirklich so sehr würzig, so pfefferartig. Ansonsten, ihr seht das Blatt. Das ist jetzt nicht das weltbewegendste Blatt, aber die Blüte ist sehr auffällig, also die entwickelt sich da gerade. Die geht dann noch mehr auf, klarerweise, und eben in dieser dunklen roten Farbe und diese fransigen Kronblätter, das schaut dann sehr cool eigentlich aus. Wie gesagt, das Blatt ist jetzt nicht das auffälligste. Die wird noch größer als so natürlich, die sind jetzt noch sehr jung, ganz randig, so ein bisschen spitz zulaufend. Genau, ja, ihr werdet es dann öfter nur sehen, steht ein paar Mal wo rum. Schaut es euch genau an, riecht es dann dran. Also auch wenn man die Blätter zerreicht, riecht man das. Genau, Calycanthus floridus. Als nächstes haben wir wieder einen Strauch. Das ist jetzt der Chimonanthus praecox, die Winterblüte. Die Blüte, wie der Name sagt, ist schon vorbei. Das Blatt entwickelt sich gerade. Und Blatt erkennt man daran, es wird noch deutlich größer, also sicher doppelt so groß noch. Ihr seht, das ist so ein sehr spitz zulaufendes Blatt. Und wenn man das angreift, vor allem später, jetzt ist es noch ein bisschen weich, aber vor allem die Unterseite, das ist sehr rau. Also das fühlt sich fast an wie ein dünnes Schleifpapier.
Also das wird relativ steif und rau und daran, an dieser Form und dieser Rauigkeit, kann man den Chimonanthus eigentlich gut erkennen. Was er da auch hat, das sieht man auch nicht so oft so deutlich, Früchte. Also das sind wahrscheinlich vertrocknete Früchte vom Vorjahr, aber diese komischen Würsteln, das sind halt die Früchte von dem. Also ich sehe, der hat relativ viele Früchte dieses Jahr, das habe ich noch nie so deutlich gesehen, dass er so viele hat. Also Chimonanthus praecox. Und noch eines sei erwähnt, wir erwähnen immer wieder Kirschen, da haben wir eine sehr häufige Kirsche, das ist Prunus laurocerasus. Die Kirschlorbeer heißt die Pflanze. Da gibt es viele verschiedene Sorten, aber Merkmale sind erstens der Blütenstand, ähnlich wie Prunus pardus hat der so Trauben, die aufrecht nach oben stehen, in dem Fall sehr aufrecht, er blüht weiß, wie ihr seht, also jetzt ist es sehr auffällig. Der hat auch später meistens noch die Stiele so nach oben stehen und manchmal so schwarze Kugelfrüchte drauf. Der ist immer grün, das Blatt ist also sehr ledrig. Und was der auch hat, da sieht man es noch schön, wenn ihr euch nicht sicher seid, man könnte, es gibt mit einer Photinia könnte man vielleicht schon wechseln, aber auf der Blattunterseite seht ihr diese gelblichen Flecken da, da hat er es auch. Das sind so Nektardrüsen, die er da auf der Blattunterseite hat. Also meistens sind es vier, können auch weniger sein. Da sind es jetzt drei in beiden Fällen, genau. Auf jeden Fall, das hat der Prunus laurocerasus. Habitus kann so strauchförmig sein, kann flach sein, kann aber hochwachsen, also gibt es viele Sorten. Kann man als Hecken schneiden, sehr, sehr häufig eigentlich. Gut. Gut, wir haben ein technisches Problem gehabt. Der Akku ist geworfen bei der Kamera, jetzt filmen wir mit dem Handy. Ich hoffe, es geht trotzdem. Wir haben uns die Platane angeschaut. Die Platane, wie ihr wahrscheinlich hier wisst, ist sehr auffällig mit der Rinde, sehr helle Rinde, die sich so in Platten ablöst. Also der ganze Baum ist sehr wuchtig, ist ein schnell wachsender, großer Baum und auch am Laub geht gut, ganz gut erkennbar. Es ist sozusagen Ahorn ähnlich, also das ist ja die einzige Verwechslungsgefahr. Wenn ihr nur das Blatt habt, könnte man auf die Idee kommen, dass er Ahorn ist. Aber wenn man den ganzen Baum betrachtet mit der auffälligen Borke, ist es glaube ich ganz klar, dass es eine Platane ist. Auf gescheit Platanus acerifolia oder Platanus hybrida oder nur irgendwas, also die hat mehrere Namen, das ist so eine Kreuzung und fast alle im Park sind diese Hybridform der Platane. Es gibt eine Platanus orientalis da drüben irgendwo, die ist aber beschriftet. Vielleicht noch zu den Früchten, die Blüte ist da gerade vorbei, das sind jetzt schon so Kugeln und das entwickelt sich dann so, keine Ahnung, so großen Kügelchen, die dann auch sehr auffällig am Baum hängen. Also Platane ist, glaube ich, sehr einfach zu erkennen. Gut, der letzte Baum für heute ist dieses Teil da, das ist Pterocaria fraxinifolia. Auf Deutsch weiß ich gerade nicht. ihr seht, das ist so ein kleines Grüppchen da am Wasser, die sind wasserliebend sozusagen. Und Pterocaria PT am Anfang steht für Flügelnuss und ihr seht da jetzt schon die Blütenstände, also da sind so Würstel runterhängend, da sieht man es, also das sind meiner Interpretation nach die männlichen Blüten und dann die weiblichen und da entwickeln sich dann die Früchte und das wird noch ein bisschen länger und da an diesem Stiel sozusagen, der nach unten hängt, hängen dann die beflügelten Nüsschen dran, also das ist so später sehr auffällig und auch die vertrockneten Triebe, die sieht man teilweise jetzt an oder überall rumhängen, also mit diesen, die Fruchtstände sind ein super Hinweis, um die Pterocaria zu erkennen und die Blätter sind noch sehr klein, aber wie der Name Fraxinifolia sagt, also eschenblättrig, das sind so gefiederte Blätter, ja, werden noch deutlich länger und größer, aber ihr könnt erkennen, dass das gefiedert ist. Flügelnuss wahrscheinlich auf Deutsch. Pterocaria. Gut, das war's für heute mit dem Rundgang. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr könnt's lernen. Und ich hoffe, wir können auch wieder mal in echt rausgehen. Ansonsten bis zum nächsten Video. Ciao. Ja, bei Fichten kann man das, die frischen grünen Sachen essen, hast. Aber da mal dann, ne? Doch nicht. This is so lame. Schau, Skull. Skull. Weiter. Walter. Das macht mir nichts aus. Prunus serolata.